Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Moonstone React. Und zwar diesmal ein React zu einem ganz alten Best-of von meinem alten Kanal. Und ich reagiere nicht alleine, sondern der Marc ist mit dabei. Was? Welcher Marc? Du. Nee. Nur ohne Facecam dann. Wir reden gerade im Discord und schauen uns das zusammen an. Und es ist ein altes Best-of von DayZ von damals. Und gibt nicht viel zu sagen. Mal gespannt, ja, was jetzt wird. Dann starten wir mal in 3, 2, 1, Play. Sehen wir uns das mal an, was wir da so für eine Scheiße gebaut haben, alles. Also ich bin, guck mich an, ich bin Kopf, ich weiß, was ich tue. Das ist mal ja. Wow. Die sind zu zweit ins Wasser gerannt. Geblieben. Und ihr rennt einfach weiter. Scheiße. Oh, ich glaube, dort hinten bei diesem Teesteg, da kommt ihr, glaube ich, hoch. Hier? Ich glaub, ja, aber dann schön sagen, ich bin Polizist, ich weiß, was ich tue. Ja, die zwei sind halt einfach nicht so hin. Ach, das war von Staffel 2 sogar schon. Huh. Meine Güte. Das ist aber auch lange her alles. Und dunkel ist es. Er drückt mich immer das Gaspedal voll durch. Er ist Deutscher, er weiß, wie das geht. Weiß ich nicht, ich fahre mit 26. Der war böse. Also, typisch Erich. Das andere ist mir viel zu hoch hier drinnen. Vor allem, wenn es dunkel ist. Wenn ich Scheinwerfer hätte, richtige Scheinwerfer meine ich, die ein bisschen die mehr haben, als wir ein Lineal leuchten, dann... Wir können ja den Baustrahler vorne dran kleben mit dem Brittschrift. Wie ein Lineal? Ja, das Licht geht nur 30 cm weit. Okay. Ah ja, genau, rechts. Jetzt geht das los. Ich erinnere mich daran. Gut, dann steig mal bitte ein. Ja, du musst aussteigen, bitte. Wer, ich? Ja, du musst aussteigen, weil nur bei dir können wir den Tisch noch hinten nach vorne machen. Oh, die scheiß Russenkarre. Ah, was ist das für eine Karre? Muss ich aber die Dreckskiste. So. Ja, da muss der Fahrer aussteigen, damit man den Sitz nach vorne machen kann. Ja, Tatsache. Oh, gerade beim Fahrer, weißt du? Aber wir haben später herausgefunden, dass es auch beim Beifahrer geht. Der war nur zu voll zum Aussteigen. Ah, Drecksau. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ist ein Freund von mir, den ich kennengelernt habe über YouTube, glaube ich auch. Der hat dann bei DayZ mitgemacht. Ach so. Das war da auf unserem privaten Server, den ich mit der Community gemacht habe. Gerade beim Fahrersitz, okay, das... ich will nur mal anmerken, das hat dir ganz schön gearscht beim Bailout, wenn das aber wenn der Wagen brennt. Keine Ahnung, bevor, bevor du aussteigen kannst, hast du ein ganzes Magazin im Rücken. Dich nehme ich mit. Warum qualmt die Karre eigentlich? Das ist der Motor, das ist ein Russenauto. Das ist normal. Ah, das stimmt, da wird der immer mehr so 10 Liter Öl noch währenddessen mit verbrannt. Rechts, links, wo lang? Rechts und dann direkt. Ja, hier ist Vorfahrtstraße, erst anhalten. Da kommt doch einer. Eieiei. Wir haben nicht mal einen Blinker, das hat darüber... Hat der Typ überhaupt einen Führerschein? Ja, wisst ihr, ja. Klotz. Echt? Nee, warte, wer? Der Lennart oder ich? Lennart? Mittlerweile schon, aber zu der Zeit hatte er noch keins. Ja, du warst ja, das weiß ich. Die nächste rechts. Okay, schön vorsichtig. Der hat doch gar kein Auto. Linker setzen. Rechts, ne? Mhm. So, Prüfung. Jetzt. Die nächste wieder rechts. Und wieder rechts. Hast du einen deutschen Navi gekauft und warum geht er nur rechts? Ich will sie nach holen. Ja. Hier ist übrigens der Flugzeug, den du gemacht hast, oder? Oh nein. Nach rechts abbiegen. Ich weiß gar nicht, wie wir aus der Stadt rausgekommen sind, weil wir immer nur rechts gefahren sind. Fahrt ihr dann nicht nur im Kreis? Warum fällt das denn nicht rückwärts? Ja, stimmt. Oh, erst den Rückwärtsgang einstellen. Ich hatte so Probleme, in den Rückwärtsgang immer zu kommen. Halt! Oh Gott. Ey, es gibt keine Bremse bei dem Ding. Ja. Im Rückwärtsgang jedenfalls nicht. Du musst erst drücken. Nee, das geht nicht im Rückwärtsgang. Die ganze Zeit im ersten Gang, man sieht aber auch nachts nichts. Auf dem Server war quasi immer Nacht gefühlt. Das ist blöd. Immer wenn wir aufgenommen haben. Alter, das ist ein russisches Auto. Das ist ein motorisiertes Bobbycar mit zwei Teelichtern. Nee, das war jetzt meine erste gemeinte Frage. Ist ja die komplett zusammengebaute Karre. Ja, alles drin. Ja. So. Die jetzt als links oder was? I'm on the highway to hell und voll gegen die Mauer. Ja, aber gerade sagen, wenn du das mal singst, dann fährst du aber weiter geradeaus.
So, rechts war das? Ja, und dann die rechte. Ja, 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 klar. Rechts, ja, rechts Polen wahrscheinlich. Rechts ja, und ja, links? Ja, ja. Ja. Nein, Einbahnstraße. Nee, die hier, hier, hier. Jetzt machst du aber Dinger hier. Also, was denn jetzt? Ich bekomme 5 verschiedene Ansagen. Sag mir auch mal, wo lang es geht. Fahr rückwärts. Rückwärts. Verleben. Nein, geradeaus. Nein, jetzt. Was? Jetzt geradeaus? An euch losschickt, kommt ihr doch niemals an. Alle auf dem hinteren Sitzen hat jetzt mal die Klappe, der Beifahrer navigiert jetzt. Ja, aber wenn auch 3 Leute mich da anblären mit verschiedenen Richtungen. Okay. Natürlich, wo auch sonst. Eigentlich müsste von hinten jetzt die ganze Zeit kommen, sind wir endlich da. Sind wir schon in Moskau? Oh. Alter, wie lange diese Szene nur in ihrem Auto war, wie viel Blödsinn mit der Scheißkarre da abging. Habt ihr es überhaupt an euer Ziel geschafft? Ja, früher oder später haben wir es hingeschafft zu unserer Basis. Hier geht's nur nach rechts. Hat aber gedauert. Ging ja auch dauernd nur rechts. Wir sind jetzt auf der Hauptstraße. Bist nicht mal links gefahren. Ja, jetzt. Nachdem er uns einmal in eine Sackgasse geführt hat. Geil, blauer Helm. Blauer Helm. Aber vor allem ist das ein blauer Helm mit P. Ja, blau. Ja, der ist noch blauer als die normalen blauen Helme. Ja, weil er ist nämlich blau. Applaus. Oh, er versaut's wieder. Ey, jetzt wird's absurd. Ja, ehrlich. Ach, stimmt, aber die fliegende Karre. Das war unser Auto. Wir haben unser Auto. Das Auto nicht abgehoben ist, während jemand da drin saß. Wir haben unser Auto 2-mal verloren. Wieso ist es abgehoben? Ich habe keine Ahnung. Daisy halt. Sachen. Ich einmal nicht dabei. Ja, du warst ziemlich lange nicht dabei. Du hast viel verpasst. Was zufällig 9 mm. Da bin ich die ganze Zeit am Apfel essen. Da, Feed. Steht da. Jetzt fütter ich den mit meinem Apfel. Hahaha. Warum fütterst du mich jetzt? Was? Geh weg von mir, das ist mein Apfel. Fütterst du mich mal mit Äpfel. Hab ich halt echt nicht gelesen. Fütter mir einfach den halben Apfel. Wenn er mich füttert mit dem Apfel, kann ich auch nicht. Das ist meine Munition. Ah ja, mein Sledgehammer. Na großartig. Oh, ich vermisse meinen Vorschlaghammer. Hm. Aber schöne Momente. Ja, der gehört zu mir. Das glaube ich. Das ist ein Wachturm. Aber es Wachturm. Ist doch Tag. Ach Gott. Jetzt geht das los. Ja, wieso sollte es tagsüber Nachttürme geben? Ach Gott. Dachturm. Achso, ein Dachturm, ja. aber. Ja gut, ein Dach hat es. Ah, halt die Schnauze einfach. D-A-C-H. Ja, ich bin wach. Ach Gott. Turm. Und wo ist der Schlafturm? Man merkt schon. Oh. Ich finde meine Witze gut. Vielleicht können wir ja mit den Wölfen kommunizieren, dass die uns nicht angreifen. Mhm. Du willst jetzt mit Wölfen kommunizieren. Ja. Au! Oh. Guck, der Tommy, dem gefällt das schon mal nicht. Ja, das war mein Wolf-Lock-Ruf, aber ich habe die ganze Zeit nur Zombies angelockt. Der ist kein Fan von den Wölfen, glaube ich. Ja, habe ich auch so ein Gefühl. Au! Du bist der nächste Zombie, der das nicht mag. Oh Mann, das ist ein Wolf-Lock-Ruf und kein Zombie-Lock-Ruf. Oh, das hier hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde bald mal wieder einen Server aufmachen für uns und meine Zuschauer und sowas, für die ganze Community hier von dem Kanal. Das wäre lustig. Ja, Bro, was geht? Ja, klar, der hat mir eine Dose geschenkt. Canned Peaches. Hm. Peaches. Oh, der letzte Standoff. Das war ein Fehler, da durchzulaufen.
Das ist nicht gut, was hier passiert. Das ist überhaupt nicht gut. Oh. Wir hatten so viele Zombies am Arsch in der Hütte. Gut, dass ich so viel Munition hatte. Ich hatte bestimmt 10 Magazine für die Pistole. Das gereicht? Locker, ich hatte danach noch einiges übrig. Ich hatte ja auch noch meine M4 und meine Shotgun dabei. Und die Axt und den Sledgehammer. Geht's. Also ausgesorgt hatten wir auf jeden Fall. Instant bei der Spawn. Mhm. Das war kurz vor dem 1.0 Release, war das. Ah. Also, ich glaube, das Ich weiß es gar nicht. Oder war das währenddessen schon? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Was? Wie? Dein Hammer sowas wie dein PC oder warum kriegst du den ganz erlöschen? Ja, den Hammer, den habe ich von Anfang an, seit ich mit dem Charakter gestartet bin. Meine erste Waffe und ich kann mich irgendwie nicht von dem trennen. Mit dem habe ich so viel durchgemacht, das ist einfach mein Hammer. Ach ja. Ich habe auch immer alles versucht, um den Sledgehammer zu behalten. Wisst ihr was? Ich habe sogar auf ein Gewehr verzichtet für den Sledgehammer. Aber das war der traurige Moment, wo ich den Hammer aufgegeben habe. Gibt's den auch für ein Megafon? Ja, ich dachte, das wäre ganz lustig, wenn wir unsere Basis bauen, dass ich die alle anblähre und rumkommandiere. Das war schwerer, als ich dachte. Da hätte ich den Hammer nicht abgegeben für. Eine Batterie kann ich dann ja auch noch da reinladen. Oh, Sledgehammer. Nimmst du ihn nicht in die Hände? Leb wohl. Ich werde dich niemals vergessen. Ich habe die Pistole schon in der Hand. Ja. Ach, war das traurig. Wie er Abschied nimmt. So hast du nicht ehrenwürdig beerdigt. Auf Wiedersehen. Es war keine Zeit. Oh Mann. Freunde haben sich nicht gesucht, aber trotzdem gefunden. Die Besten stehen dir bei, auch in den schwersten Stunden. Einen Freund zu verlieren ist schwer zu verkraften. Doch jemand gehen zu lassen, der einen liebt. Ja. Und jetzt sind noch die. Ja, die Rückblicke, die schönen Zeiten mit dem Hammer. Du hast das Ding ja sehr geliebt. Ja. Und die in den Kommentaren, die waren alle total arschig. Die waren alle froh, dass ich den Hammer weggelegt habe. Warum? Das. Keine Ahnung. Waren alles Arschlöcher in den Kommentaren. Das ist wie der Hammer in deiner Garage. Ja. Mal schön die Beine wegziehen. Ach, hatte ich einen Spaß mit dem Hammer. Ich habe so viele Zombies weggemacht. Aber gut, ich habe das mit dem Hammer auch nur gemacht, weil damals hat das Bluten nicht richtig funktioniert. Und zwar war das... Und zwar erst mit dem Update 1.0 kam auf einmal, dass das Bluten wieder geedit wurde. Dann bin ich gestartet und war halb blutleer und musste mich dreimal verbinden. Und dann hat wieder jeder einzelne Zombie-Treffer hat einen bluten lassen. Da habe ich die ganze Zeit gegen Zombies gekämpft, wurde angegriffen, aber habe nie geblutet. Das war echt schön. Da hat der Nahkampf auch mal Spaß gemacht. Ja, das ist ja sonst... Nicht für den Arsch. Genau, da habe ich das Huhn erlegt. Hühnchen. Ja, der Hammer hat alles erwischt. Der gute Hammer. Ach ich ja. Ich hab die Axt getauscht. Ah, die Axt brauchte ich aber immer wieder, um Holz zu bekommen. Wenn wir das Essen stimmt. Gegrillt haben und alles. Oh, da habe ich ja das perfekte Lied gewählt. Mhm. Und da malt die Situation ziemlich gut. Traurige Geschichte. Ach ja. Da kommen man fast die Tränen. Oh ja. Wir werden dich nie vergessen. In Gedenken an Sledgehammer.
17.11.2018 bis 8.12.2018. Alles klar. Und das war dann noch das alte Outro. Na gut, das lasse ich noch kurz durchlaufen. Und das war das Best of DayZ von Crimson Butterfly Gaming von meinem alten Kanal damals. Ja. Gut. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei bei diesem lustigen kleinen React. Es war auf jeden Fall schön, mal wieder so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her. Jo, stimmt. Das war Dezember. Das kommt einem immer wie so eine Ewigkeit vor. Aber ich bin da überlegen, ich werde mal schauen, ob ich demnächst vielleicht irgendwie noch ein bisschen Geld zusammenspare, dass ich mir wieder einen DayZ-Server mieten werde für die Community und dann vielleicht wieder DayZ aufnehme als Let's Play. Dann behältst du den Hammer. Dann behalte ich den Hammer. DayZ hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Das einzige Problem, das ich damals nur hatte bei Crimson Butterfly, das waren die ganzen Kommentare. Also da waren, die Leute haben das einfach immer alles viel zu ernst genommen. Das war das Problem. Weshalb ich DayZ relativ früh abgebrochen habe und nicht so oft aufgenommen habe. Weil die Kommentare einfach, die nehmen das viel zu ernst. Das ist einfach nur ein lustiges Spaßprojekt. Wir wollen einfach nur Spaß haben und sind halt keine Profis und keine Tryharder, aber naja. Das ist richtig. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einem neuen React hier auf Moonstorm LP oder zu einem anderen Video und vielleicht auch bald zu DayZ. Vielleicht. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.